Hallo und willkommen zurück bei The Witcher. Ich war ganz fleißig inzwischen und habe mal die ganzen Sammelquests erledigt. Und auch das für Shani, denn das war alles mal wieder im Sumpf zu erledigen. Und wir sind ja gerade erst dahergekommen. Ich wollte das nicht schon wieder machen mit euch, denn es ging wirklich nur ums reine Sammeln. Und ich bin auch bestimmt 1000 Mal gestorben. Was ich nicht gemacht habe, ist der Hundevertrag. Weil ich das einfach nicht eingesehen habe, hier streunende Hunde zu töten. Das kam mir irgendwie nicht richtig vor. Dann habe ich aber auch Bücher gekauft. Damit ich endlich weiß, wie ich diese ganzen Ungeheuer hier am besten töten kann. Da stehen ja immer noch Immunität und Anfälligkeit drin. Das ist wirklich ganz praktisch. Ohne das ist es einfach richtig schwierig, die zu töten. Wir machen jetzt Echinops-Vertrag, den geben wir ab. Und sammeln ganz viel Geld ein jetzt. Und aus Versehen habe ich hier noch ein neues Zeichen bekommen. Quen-Zeichen erzeugt ein Schutzschild, der vorübergehend alle Hiebe von Angreifern absorbiert. Ja, das habe ich gefunden in der Höhle im Sumpf. Weil ich einfach dachte, da finde ich vielleicht ein paar Aalghule drinne. Stattdessen habe ich halt Wölfe gefunden, konnte ich den Wolfvertrag da erledigen. Und ja, hab dort das Zeichen gefunden. Die Höhle kann ich euch dann auch nochmal zeigen. Kein Problem. So. Seht nur, wie sie wachsen. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ihr seht wie ein Krieger aus. Könntet ihr Echinopse für mich töten? Damit bin ich fertig und kann es auch beweisen. Ausgezeichnet. Hier ist euer Gold. Juhu. Genau. Hier können wir gleich die Kräuter, was waren es noch? Schöllkraut, glaube ich, für Shani abgeben. Wir werden alle sterben. Was machst du da? Hallo, Geralt. Hallo, Shani. Ich vermisse Ochsenfurt manchmal. Ihr könnt jederzeit zurück. Nein, ich werde hier gebraucht. Nur wenige sind immun, so wie ihr. Ich wollte reden. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Hier ist das Schöllkraut. Fantastisch. Ich bin euch wirklich dankbar. War doch nichts weiter. Wenn ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Man sieht sich. Noch was aktualisiert? Du siehst gar nicht krank aus. Ach, hier. Seid ihr gekommen, um zur großen Mutter zu beten? Ich bin nicht sehr religiös. Militele liebt auch jene, die vom Wege abkommen. Das ist sehr gütig von ihr. Wie kann ich euch helfen? Erzählt mir mehr von eurer Göttin. Militele ist die Mutter alles Lebendigen. Die Göttin von Liebe, Fruchtbarkeit und Heilung. Warum zeigt die Statue 3 Gestalten? Die Göttin besitzt 3 Gesichter, die ihre verschiedenen Aspekte symbolisieren. Die wären? Ein junges, sorgloses Mädchen, eine reife, schwangere Frau und eine gebückte, alte Frau. Verstehe. Wie kann ich euch helfen? Lebt wohl. Nun gut.
können wir mal als nächstes abgeben. Hier Vincent können wir mal besuchen. Dann laufen wir gleich hier durch. Mit denen haben wir noch gar nicht geredet, glaube ich. Er ist ja einer, der steht ja auf unserer verdächtigen Liste. Ja, da ist er. Beim letzten Mal war er nicht da, wo ich ihn sprechen wollte. Wie ist es im Lagerhaus gelaufen, nachdem ich weg war? Schnell. Gut. Ich muss gestehen, ich hatte etwas mehr erhofft. Aber ein paar Banditen weniger ist auch nicht schlecht. Das war das letzte Mal, dass ihr mich benutzt. Ich bin kein Rächer für jedermann. Ich hatte keine Wahl, glaubt mir. Es kommt nicht wieder vor. Ihr habt mein Wort. Ihr habt vermutlich vor, die Untersuchung fortzusetzen? Ich habe keine Wahl. Offiziell kann ich nicht helfen, aber ich lasse euch gewähren. Und ich würde gern erfahren, was ihr herausfindet. Ich will über die Salamandra reden. Na gut. Jemand hat ihnen von meiner Verabredung mit der Gorgo erzählt. Was wollt ihr damit andeuten? Der Professor. Nachdem ihr ihn entlassen habt. Ich habe keine Zeit. Ende der Diskussion. Bitte was? Ihr habt den Professor aus dem Gefängnis gelassen. Seine Kaution wurde bezahlt. Gesetz ist Gesetz. Ich verstehe. Das Gesetz achten, koste es, was es wolle. Was macht ihr nachts? Trefft ihr euren Boss, Azar Javed? Es ist doch nicht unnatürlich, dass ich die Nächte im Händlerviertel verbringe. Woher habt ihr das Gold dafür? Man braucht nicht immer Geld. Wohlhabende Freunde. Ich habe keinen stichhaltigen Beweis. Schieben wir die Entscheidung also auf. Klingt, als wäre aus eurem Gebirge ein Maulwurfshügel geworden. Das passiert, wenn sich Amateure an ernsthafter Arbeit versuchen. Solltet ihr auf echte Hinweise stoßen, schaut wieder vorbei. Ich werde euch ein paar nützliche Ratschläge geben. Okay. Da sind wir auch noch nicht sehr viel weiter gekommen. Was können wir noch machen? Das geben wir ab. Vielleicht haben wir sowieso noch was Neues mit Kalkstein zu bewegen. Mal sehen. Hey, ich bin zur Ausnahme richtig gelaufen. Wo ist das dunkel? Endlich folgt der Hexer Geralt meinem Ruf. Wir sehen uns wieder. Ich brauche wieder eure Hilfe. Wobei? Eine ernste Sache. Etwas, das zum Meilenstein der Alchemie werden könnte. Und es steht mit eurem Berufszweig in Zusammenhang. Erzählt mir mehr. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ihr hattet eine Aufgabe. Helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks. Ein Turm steht in dem bewaldeten Sumpf nahe Al-Visima. Prinzessin oben, Drache unten. Danke, ich verzichte. Schweigt bitte! Die Legende besagt, dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat. Keine Prinzessinnen oder Drachen. Und was ist meine Aufgabe? Der Magier starb vor langer Zeit. Der Turm fiel der Vergessenheit anheim. Die Macht in seinem Inneren
zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie. Kurz gesagt, er brachte Ungeheuer hervor. Genau. Ich möchte diese Quelle untersuchen, Hexer, und eine Dissertation darüber schreiben, die meinen Namen unsterblich macht. Ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen, die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind. Bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt. Ich bezahle 1000 Orens demjenigen, der mir hilft, ins Innere zu kommen. Mal sehen, was sich machen lässt. Aber das wird gewiss nicht einfach. Wäre es einfach, bräuchte ich euch nicht. Es ist kompliziert, in das Labor eines mächtigen Magiers einzubrechen. Wir müssen detaillierte Informationen über den Turm sammeln. Wo finde ich diese? In den Geschichten der Alten und der Sumpfbewohner. Aber auch in alten Büchern. Aufgezeichnete Weisheit ist unendlich zuverlässiger. Denkt ihr an bestimmte Titel? Ransand Alvaros, die geheimen Pforten und das alchemistische Lehrbuch Eins of Aur. Ich kenne einen gewissen Zwerg, der ein Exemplar von die geheimen Pforten besitzt. Das zweite Buch ist verschollen und dürfte schwer aufzutreiben sein. Während ihr danach sucht, könnt ihr auch meine neueste Erfindung testen. Einen Kristall, der Orte der Macht mit meiner Werkstatt verbindet. Er wird euch erlauben zu teleportieren, desintegriert in Millionen von Teilchen, die sich jenseits der Raumzeitkurve bewegen. Und dann wird er mich in ihrem Atelier wieder vollständig zusammenfügen? Seid ihr euch da auch sicher? Ein Fehlerrisiko besteht natürlich, aber es ist minimal. Ach so, okay. Das eine Buch, ein Sofur, haben wir schon. Ich hab's verkauft, wa? Das ist natürlich geil. Ja, okay. Dann muss ich doch wieder beide Bücher finden. Aber hier, wir haben doch noch was bei dir abzugeben. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr etwas cool, Mark, für mich? Ja. 3 frische Dosen. Trefflich. Nehmt dieses Gold. Okay, und? Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Das weiß ich. Was den Turm anbetrifft. Ja? Wo finde ich Informationen über den Turm? Bücher sind die zuverlässigsten Wissensspeicher. Noch etwas? Schenkt den Sumpfbewohnern Gehör. Volksweisheiten, Mythen und Legenden sind nützlich, auch wenn mündliche Überlieferung die Dinge oft verzerrt. Gut, das werde ich tun. Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Na gut. Bis dann. Ich dachte, wir... Ja, der meditiert ist gleich noch bei ihm. Ich dachte, wir erfahren, welchen Zwerg er meint. Oder meint er einfach nur den Antiquar vielleicht? Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Yippie, neue Talente! Machen wir das noch fertig? So. Ein Silbertalent, cool. Das geht ja gar nicht. So. Schwalbe brauchen wir unbedingt wieder. Moment. Zungen.
Oh Mann. Ich hatte 10. Ich weiß, dass ich 10 hatte. Das gibt's doch nicht. Ich müsste zu Siegfried gehen. Ich hatte nämlich 10 Zungen gesammelt und anscheinend habe ich das schon für einen Trank ausgegeben. Das ist wirklich toll. Ah, jetzt sind es wieder 10. Willst du mich ärgern? Okay, es sind 9, wenn ich die Schwalbe mache. Dann mache ich jetzt einfach erstmal keine Schwalbe. Ich kann bestimmt auch was anderes dazu nutzen, aber ja, ich lasse es einfach automatisch machen. Und wir gehen lieber schnell erstmal zu Siegfried. Boah, ey, ich dachte jetzt echt, ich muss schon wieder in den Sumpf und die noch meinen ertrunkenen Toten umbringen. Wir werden sowieso nochmal in den Sumpf kommen. Hier sind wir falsch. Aber ja, das müssen nicht jetzt sofort schon wieder sein. Er ist nicht hier. Ist er draußen? Wir geben unser Leben für den Orden. Siegfried sprach von euch. Ja, toll. Kannst du mir sagen, wo der ist? Unsere innere Stärke wird die Welt heilen. Okay, so viel dazu. Der war ja beim letzten Mal beim Tor zum Deich. Mal sehen, ob ich ihn da vielleicht treffe. Nein, da ist er nicht. Na gut. Ich habe, als ich hier alleine gespielt habe und die ganzen Sammelquests gemacht habe, noch eine neue Quest aufgenommen. Hätte ich auch so für mich machen können, aber ich fand das doch ganz interessant. Das Spukhaus. Da habe ich irgendjemanden getroffen, der wollte, dass ich herausfinde, was in einem Spukhaus im Armenviertel vor sich geht. Also finden wir das mal heraus. Ich kann's kaum glauben. Noch ein Narr, der Schätze sucht. Ich hätte es wissen müssen. Hey Jungs! Ich hab noch eine Gans gefunden, die gerupft werden will. Eine fette noch dazu. Um das Elfenweib kümmern wir uns später. Eins noch. Was? Das war ganz schön dumm, einen Hexer gegen euch selbst anzuheuern.